Herr Botschafter, in Ecuador finden seit einigen Wochen Proteste gegen die Regierung von Präsident Rafael Correa statt. In der deutschen Presse erfährt man relativ wenig über diese Protestbewegung, obwohl sie zum Ziel hat, die Regierung zu stürzen. Das wird zumindest in den Quellen dieser Bewegung so formuliert. Ist der politische Prozess in Ecuador, der Reformprozess, der als Bürgerrevolution bezeichnet wird, in der Krise? Der Prozess an sich ist nicht in der Krise. Was vielleicht in der Krise ist, sind die Strategien und die Vorstellungen der Opposition, die tatsächlich also jetzt sich mal vorgestellt haben, dass die nächsten Wahlen auch gewinnen könnten. Und ich glaube, sie sind angelangt zu einem Punkt, wo sie merken, dass gegen Correa wirklich also keinen anderen Kandidat haben. Und dass der Prozess sich so vertieft hat, dass denen tatsächlich also gewünscht wird, dass dieser Prozess, also unser Prozess, tatsächlich also ein Ende bereitet werden soll. Auslöser für diese Proteste sind geplante Steuererhöhungen der Erbschaftssteuer und der Steuer auf übermäßige Gewinne mit Bodenspekulation. Nun ist das ja etwas, was normalerweise im demokratischen Meinungsbildungsprozess ausgehandelt werden sollte. Weshalb also diese Proteste und haben Sie diese Proteste erstaunt in dieser Massivität? Erstmal, es ist der Auslöser gewesen von ein etwas tiefgründiger, was dasteht. Die Diskussion darüber ist sehr verbittert geführt worden und sehr gewalttätig auch geführt worden, also seitens der Opposition. Eigentlich für manche von uns erstaunt das. Wir hätten gedacht, also, dass wir die Möglichkeit hätten, mal eine demokratische Diskussion durchführen zu können über diesen Themen. Aber es scheint, dass die Habgierigkeit der obersten Schichten tatsächlich noch so prägnant ist, dass die nicht mal in der Lage sind, es zu verstehen, dass mit einer breiteren Basis da an der Mitbeteiligung, an das Reichtum, die im Land gibt, für die Bevölkerung, doch tatsächlich also bessere Konditionen für alle schaffen können. Aber das ist sehr schwer, dass sie verstehen. Sie gucken überhaupt nur in ihren absolut engen eigenen Interessen. Sie gucken nur über ihren eigenen Taschen. Sie sind nicht mehr interessiert, also über das Wohlergehen anderer Leute. Und deswegen, glaube ich, hat sich entfacht, also diese Diskussion in der Art auch, wie sie sich entfacht hat. Dabei haben wir relativ verschiedene Gruppen. Es sind Unternehmerverbände, es sind Oppositionspolitiker, es sind aber auch Indigene. Was verbindet diese Gruppen? Gerade diese Allianz zwischen Unternehmern, zwischen der Oligarchie und Indigenen ist ja relativ ungewöhnlich. Die Zeiten, die Sie jetzt gerade so genannt haben, verbindet also absolut die rechte Opposition. Die mittlere Schicht, also die obere mittlere Schicht, und die Leute, die tatsächlich also die Macht des Kapitals in Ecuador besitzen. Die anderen Teil der Opposition, die eher linksextreme Opposition, versuchen mal in einem trüben Gewässer mal zu fischen, mal etwas zu fangen. Und sie verstehen, denen geht es um Macht zu gewinnen, politisch gesehen. Und die beteiligen sich, weil die denken, dass jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie auch präsent sein müssen, unbedingt. Was nicht unbedingt der Fall gewesen ist in den letzten Jahren.
Und da haben wirklich also wenig, keine Skrupel gehabt, also sich mit der rechten Position, mit der absolut rechten Position sich zu vereinen. Also die einfachsten und simplen Prinzipien einer politischen Unterscheidung wird überhaupt nicht da anerkannt. Herr Rogado, wir haben im Herbst 2010 schon einmal einen Putschversuch gegen die Regierung von Präsident Correa erlebt. Was steht hinter der Rückkehr dieser Putsche, dieser Umsturzversuche in Lateinamerika? Vor einigen Jahren hat es ja auch noch im deutschen Lateinamerika-Spektrum geheißen, die Zeit der Militärputsche sei vorbei, es sei jetzt die Zeit der Demokratie in Lateinamerika angebrochen. Dem scheint ja offenbar nicht so zu sein. Ich würde sagen, also die Zeit der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Machteliten und die neue Regierung, die progressistisch sind in Lateinamerika, ist nie weg gewesen. Vielleicht also die Zeit von verschiedenen Arten von Putschen ist es vorbei gewesen, obwohl der 30. September bei uns doch zeigte, dass dieselbe Masche doch im Gange ging. Der 30. September 2010. 2010, genau. Im Allgemeinen, wir denken, dass diese Art der gewaltsamen Putschen vielleicht doch nicht mehr so dieselbe Anerkennung in der Welt finden wird wie in den 70er Jahren. Und deswegen versucht man jetzt andere Methoden. Methoden, also dass eine Zuspitzung der Gewalttätigkeiten, tägliche Gewalttätigkeiten auf die Straßen, die Zuspitzung von bestimmten Zuständen, dass die Regierungen auch schwächen sollten und das auf die Dauer eine Unruhe zu stiften innerhalb der Länder, die vielleicht also bringen kann zu der Aufruf von Neuwahlen oder von einem Wechsel von einer Regierung auf eine in Anführungsstrichen demokratische Weise, wie zum Beispiel in Paraguay geschehen ist, also durch die Beteiligung des Parlaments. Also sowas steht auf jeden Fall in der Luft. Und das ist eine Situation, die sehen wir nicht nur in Ecuador, sondern auch in Bolivien, in Brasilien und in Venezuela. Ist das, was wir also gerade in Ecuador erleben, in einem größeren Kontext auch zu sehen? Ich würde auf jeden Fall bejahen. Ich denke, das ist zu verstehen innerhalb dieses großen Kontexts. Also Ecuador ist nicht isoliert. Wenn man auch bedenkt, dass was in Ecuador geschaffen wurde in den letzten 8 Jahren, es ist allerdings bemerkenswert, dass diese Situation jetzt dort auch entsteht. Man muss vielleicht also denken, also wenn man etwas ändert, gibt es auch eine Reaktion. Also Actio gleich Reactio, das sehr alte physische Aktion. Wir haben sehr vieles geändert und wir haben also die Macht der früheren Eliten doch sehr stark angegriffen, zum Wohle der Mehrheit der Bevölkerung. Worin? Geben Sie mir ein Beispiel. Zum Beispiel, also in unserem Land zahlt jetzt jeder Steuern, was früher nie gemacht wurde. Und mit diesen Steuern und mit anderen Mitteln, zum Beispiel, haben wir sehr stark in unserem Land investiert. Wir haben jetzt die beste Sozialinvestition in Lateinamerika. Wir haben also mehr als 1,5 Millionen Äquatorianer aus der extremen Armut holen können. Also sind Zustände, wo es nicht mehr dieselbe Masche gegangen ist wie vor 30 Jahren zum Beispiel. Wir arbeiten auf einem Rechtsstaat. Das ist nicht leicht, damit, wo
jeder also tatsächlich unter das Gesetz also stehen soll. Früher diese Eliten, die waren über das Gesetz und das Gesetz war nur bestimmt für diejenigen, die eben kein Geld hatten. So krass und klar ist das gewesen. Also diese Mächte verlieren jetzt allmählich an Stärke in unserer Gesellschaft und die wollen sich wehren. Nun wirft diese Protestbewegung ja aber auch Fragen auf, die von der Linken gestellt werden. Sie haben eben linksextreme Gruppen genannt. Es gibt aber auch eine Debatte in Lateinamerika im linksintellektuellen Spektrum über den Prozess der Bürgerrevolution. Und ich habe hier zwei Zitate. Da heißt es zum einen in der Zeitschrift Brecha aus Uruguay, die ecuadorianische Regierung und diese Regierungslinie sei vergleichbar mit dem Keynesianismus im Bezug auf den Fordismus in Europa und den USA. Und in einem anderen Artikel eines ehemaligen Regierungsfunktionärs heißt es, da kritisiert er eine gewisse Art der Arroganz der Macht in Ecuador, die es verhindert hat, das Projekt wirklich, das politische Reformprojekt wirklich weiterzuentwickeln. Braucht die Bürgerrevolution, braucht dieser Reformprozess, für den Ihre Regierung steht, also einen Neustart? Jeder Revolutionsprozess muss sich jeden Tag erneuern. Kein Revolutionsprozess darf sich überhaupt also über längere Zeit ruhen lassen. Also das geht nicht. Jeden Tag müssen wir uns erneuern. Aber ich würde zwischen den zwei Kommentaren würde ich erstmal den ersten vielleicht angehen. Was wir erreicht haben und wie wir es erreicht haben auf absolut demokratischen Weg, nicht zu vergessen, dass wir in diesen 8 Jahren 10 Wahlen hintereinander gewonnen haben. Also wir sind massiv demokratisch legitimiert, um alles zu machen, alles zu ändern, was wir ändern wollen und sollen. Das aber, selbstverständlich, bringt zu einem weiteren Schritt, einem weiteren Prozess, um die Bevölkerung tatsächlich also zu einer besseren Zukunft zu gestalten, dass die Leute zum Beispiel noch nie in der Geschichte Ecuadors als Beispiel sind so viele benachteiligte Leute, junge Leute, die früher niemals eine Chance gehabt hätten, da zum Beispiel zur Universität zu kommen, wie heute. Also wir machen sehr vieles und das ist revolutionär in diesem Zusammenhang. Vielleicht ist es nicht zu vergleichen mit der kubanischen Revolution auf einmal oder die ganz nah zu uns ist oder mit anderen Revolutionen, die sehr vieles gebracht haben auf einmal. Wir haben den anderen Weg, den demokratischen Weg gewählt und da geht es Schritt für Schritt auf eine andere Weise. Und deswegen auch, vielleicht ist die extreme Linke enttäuscht, weil die denken immer noch vielleicht, dass eine Revolution wie Kuba gemacht hat oder die Bolschewiken 1917 oder in China Mao in den 30er Jahren geschafft haben, ist heute noch zu schaffen. Ich glaube es nicht. Und deswegen sind sie enttäuscht, weil nämlich sie sehen, dass nicht schnell genug das gegangen ist und sie sehen also ihre eigenen Vorstellungen also nicht mehr in der Möglichkeit also wahrzuhaben, jetzt, morgen. Also da ist diese Enttäuschung, das kann ich verstehen. Aber eine Sache ist es, regieren. Und eine andere Sache ist es, Wunschdenken zu haben von innerhalb einer bestimmten Opposition. Das ist eine andere Geschichte. Wir haben unsere eigenen Träume, selbstverständlich, aber wir versuchen diese zu erreichen innerhalb eines Prozesses, der uns tatsächlich befestigt in unseren Zielen und in der Gunst unserer Bevölkerung. Die Proteste, die Sie angesprochen haben, die in den letzten Wochen stattgefunden haben,
die sind Proteste einer mittleren, eine höhere Mittelschicht. Die Leute, die einfachen Leute, der Groß unserer Bevölkerung, steht noch absolut hinter uns, hinter dieser Prozess, hinter Correa. Das wird nicht bei uns veröffentlicht, das wird bei uns nicht diskutiert, das wird zur Seite gelassen. Also man entwickelt eine endogene Bewegung, die sich selbst ernährt von ihren eigenen Vorstellungen und meistens von ihren eigenen Lügen. Also diese endogene Situation ist sehr merkwürdig, also für diese Entwicklung. Am 13. August soll ein Streik stattfinden, haben die Regierungsgegner für einen Streik, zu einem Streik aufgerufen. Welche Perspektive sehen Sie also für diese Auseinandersetzung? Die werden also, glaube ich, also sehr wenige Möglichkeit haben, dass so einen Streik durchzuführen. Wahrscheinlich also in bestimmten Straßen werden Sperren aufgebaut, besonders auf dem Lande. Manche Geschäfte vielleicht, das ist eine Vorstellung von mir, manche Geschäfte vielleicht, also die zu dieser oberen Mittelklasse gehören, werden vielleicht also zumachen. Aber das Land wird weiterarbeiten. Das werden wir sehen. Also am 14. August also werden wir sehen, dass das Land also wohl überstanden hat, das Ganze. Ne? Ich meine, bei uns kann jeder wirklich seine Meinung sagen und in eine Protestbewegung gehen. Was wir nicht dulden können und nicht akzeptieren können, ist die Gewaltanwendung, was schon gemacht wurde in den letzten Wochen und vielleicht, hoffentlich nicht, am 13. August also vielleicht doch auch stattfindet. Herr Corrado, ich danke Ihnen fürs Interview. Dankeschön auch.